So, herzlich willkommen zurück bei F1 2017 Karriere. Ja, immer noch dieselbe Schwierigkeit. Mal gucken, was es wird. Auf Platz 4 starten wir. Erstmal hören wir uns die Voicemail an. Das ist immer nur das Ziel. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Mehr macht ihr auch nicht mehr. Beende das Rennen als Sechster oder höher, schlage Ocon, Meisterschaft 9. oder höher. Das kriegen wir wohl alles hoffentlich hin. So, wir haben aber auch einige Punkte, glaube ich. Hier haben wir 16, also die Rivalität, die gewinnen wir hoffentlich. Wie sehen denn noch unsere Motoren aus? Eigentlich. So einen schwachen Motoren müsste man eigentlich so taktisch gut einsetzen oder dann nehmen, zum Beispiel in Monaco oder sowas. Erwartete Lebensdauer 68 Runden. Bei derzeitigen 200. Da steht 208, da steht 68. Das ist ja komisch. Oder hat man 140 gefahren hier insgesamt, ne? Sieht so aus. 67 hast du halt wieder Verbrennungsmotor. Und 66 der Turbolader. Was kommt danach eigentlich für eine Strecke? Ich weiß es gar nicht. 49, 26. Das ist alles kritisch, ne? Ein bisschen. Und Triebwerk. Hier steht ja 53. Was? Nein. Das Getriebe 55. Anzahl der mit Getriebe absolvierten Rennen? Ein? Nee. 2 von 6. 1 von 5. Der Abnutzung gerade im Abwenden die Getriebe. Strapazierfähige Upgrades entwickelt und ausgerüstet sind. Ja, das machen wir ja. Das sollten wir auch leider ein bisschen mehr. Also, ich komme damit manchmal nicht klar. Ich verdrück mich immer. Sollen wir ein anderes reinbauen? Ich weiß es nicht. 67 ist ein bisschen kritisch, ne? Es ist Rennen 3. Aber ich glaube, da nehme ich mal ein neues. Und da auch. 52 und 60. Vielleicht lasse ich die beiden noch drin und das Getriebe lasse ich auch. Mit 55 ist ein bisschen kritisch. So, jetzt wollte ich aber hier oben hin. Und dann dahin, dahin. Können wir noch was entwickeln? Was haben wir denn hier noch alles? Haltbarkeit um 20. Ja, Turbolader. Energiespeicher. Verbrennungsmotor, Haltbarkeit. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann kann man hier noch weitermachen. Was haben wir hier? Steuerelektronik. Das ist das. Und das ist die. Und hier oben? Getriebeabnutzung. Das können wir erst später machen, oder was? Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Sachen hier gehen. Verbrennungsmotor mache ich mal, zack. Und mehr kann ich mir eh nicht leisten. Super. Egal. Dann auf geht's. Da kommen wir eh nicht hin mit der ganzen Saison. Und dann, die Gegner dann schwerer sind. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe in der Formel 1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren, wobei die zwei DRS-Zonen vor den Kurven 1 und 11 ein paar Überholmöglichkeiten bieten sollen. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Wagen auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Und
brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht, du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremsen und dich auf einen Hickhack einlassen kannst. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel. Ja, wir haben es ja leider verkackt. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas und ein Force India, Kimi Räikkönen und Verstappen, Ricciardo, Massa, Grosjean und Nico Hülkenberg. Sainz Junior, Magnussen, Esteban Ocon und Quert, Stroll, Palmer, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, würde ich mal sagen. Großartige Startposition für uns. Mal sehen, ob wir uns im Rennen weiter verbessern können. Aber wir hätten die Pole haben können. Wenn wir die Zeit aus dem Q2 gefahren wären, oder noch besser sogar, sah danach aus, aber ein bisschen verkackt. Ja, naja, aber Platz 4 ist eigentlich realistischer für diese Schwierigkeit und für diesen Wagen. Aber wir haben natürlich noch was im Köcher. Ja, das hier ist ja eigentlich egal. Ich könnte weniger Benzin mitnehmen, weil wir ein bisschen weniger Verbrauch haben. Ja, nehmen wir einen halben Kilo weniger mit. Hier können wir, könnten hier noch was einstellen. Aber lassen wir mal so, ne? So, Einführungsrunde. Benzingemisch könnte ich ja wieder hochstellen beim Start. Das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe nicht an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Wo sind hier Bottas? Ist eigentlich vor mir, aber wenn er nicht kommt. Und die haben alle andere Reifen. Vettel weiß ich jetzt gar nicht. Sehe ich meinen Reifenverschleiß auch? Nee. Den sehe ich natürlich nicht. Ja, Bottas, wo bist du? Ja, der kommt gleich wieder vor mir, klar. Egal, dann hat er Pech. Hier muss ich echt aufpassen. Ich kann die auch alle überholen. Das ist der Einführungsrunde. Ich fahre mich sogar lieber im Rhythmus rein. Dass ich hier ein bisschen mal eine Runde gefahren bin. Fast auf Fullspeed. Aber ich muss natürlich darauf achten, der Tank ist voll und das Auto verhält sich anders als gestern. Sozusagen. Naja. Den übernimmt der eh gleich hier, ne? Ja. Wird umgestellt. Könnte auch jemand eine Strafe haben oder so, ne? Hier von hinten kommen. Räikkönen ist hinter uns auch nicht gerade langsam. Aber die beiden haben schon mal Soft. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Hamilton und Vettel habe ich nicht drauf geachtet. Der hat auch dem Rot die beiden vor mir. Oh oh. Und der hat Gelb. Eigentlich muss ich Bottas wenigstens kriegen. Ich verkacke ja auch mal manchmal den Start oder so. Aber das Ziel ist, wenigstens Dritter in die erste Kurve einzubiegen. Und das Ziel ist natürlich, insgesamt das Rennen zu gewinnen, ja. Wenn man die anderen beiden Rennen gewonnen hat. Klar, die Schwierigkeit war anders, aber trotzdem. Das hat natürlich nicht so ganz geklappt.
oder? Oh, ist der lahm, ey. Sorry, das wollte ich nicht fertig, aber jetzt bin ich vor dir. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Nur 6 bis 8 Boxstoppfenster und aus dem Windschatten. Nice. Noch die erste Runde. Das lief mir schon mal ganz gut. Man kann viel schief gehen bei sowas, ne? So schnell sind die nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das weiß man am Anfang der Saison nicht. Also jetzt nicht, dass ich andauernd wieder höher stelle und alles. Aber vorne, wenn man perfekt fährt, kann man sich sowieso gut absetzen, weil, ja, die Luft ist rein. Du hast einen der Gänge verloren. Wir haben durch einen Schaden einen der Gänge verloren. Was? Das merke ich gerade. Das gibt's hier also auch. Getriebeschaden, oder was? Deutet sich an, oh oh. Ja, das hört man aber echt. Das ist ja interessant, aber es ist natürlich nicht gerade toll für mich. Man kommt natürlich deutlich näher jetzt. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Ja, ich schalte ja gar nicht. Ich habe das nicht gewechselt. Ich dachte, warum ist der Verbrennungsmotor 68%? Ich habe mir doch gewechselt. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben uns das Getriebeproblem angesehen, aber wir können es nicht reparieren. Pass deinen Fahrstil an und dann hoffen wir das Beste. Denk daran, dass dir diese Motoren viel Drehmoment liefern. Du solltest also einen Großteil der Runde in höheren Gängen fahren können. Ja, ist alles automatisch. Klar, das kann man auch einstellen, ne? So kann man auch fahren. Aber ich verstehe nicht, warum manche Sachen jetzt so eine hohe Abnutzung haben. Ich habe die doch gewechselt. Da hätte ich ja noch irgendwas bestätigen müssen. Ist ja nicht so toll. Die Motorleistung fällt geringfügig. Leichter Verschleiß am Motor. Ah ja, ja, ich ja, wie gesagt, ne? Weiß, warum ich den wechseln wollte. Das fahren wir hier mit einem Schrottauto. Aber dominieren immer noch, ey. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja. Wir nähern
uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Aktuelle behalten. Ist angekommen. Bestätige. Ja, ja. Vorne links, naja. Geht noch. Klingt das Getriebe wieder normal. Weil man weit rausgekommen ist. Bottas hat Hamilton überholt. Mit den Reifen, was ist mit Hamilton los? War ein Fehler drin? Und wo ist Vettel? Oder sind die schon reingekommen? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und ich die, also ist Vettel schon reingekommen. Das habe ich jetzt. Das weiß ich nicht. Okay, Getriebe, das kann mal passieren, wenn man das nicht wechselt. Das war ja noch ein bisschen riskant. Aber das andere dachte ich, hätte ich gewechselt, habe ich aber anscheinend nicht. Oder es ist verpackt, das wäre natürlich blöd. Interessant, dass auch mal was mit einem Getriebe sein kann. Sowas habe ich mir mal gewünscht. Also hier kann auch echt mal Verschleiß sein. Sehr guter erster Sektor. Mann, Mann. Für die Reifen und alles. Scheiße, jetzt alles hier ein bisschen. Das war der Sektor auch gut. Ja, nehme ich das dann auch wirklich wahr? Oder gehe ich das Risiko ein, länger zu fahren? Das weiß ich noch nicht. Fährt sich ja noch alles ganz gut. Da muss man drauf achten. Man muss hier echt multitasken machen. Kurven kann man nicht so gut gucken. Wo komme ich denn raus? Elfter. Mit einem Getümmel, glaube ich. Jetzt Neunter. Warte mal, ich muss... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, Neunter ist gar nicht so schlecht. Da ist, glaube ich, eine kleine Lücke. Die müssen ja auch bald rein. Ist ja nur erwartet, das kann auch besser sein. Na, muss ich nicht. Ich fahre noch. Einfach, das ist echt hoch und ich glaube, das sind die Q2-Reifen. Also wie gesagt, korrigiert mich.
Aber die haben natürlich schon ein bisschen auch was runter gehabt und alles, ne? Das Reifenverschleiß hier, glaube ich, auch nicht gering. Das kommt alles dazu. Raikön ist jetzt Zweiter. Bei Hamilton war wohl auch in der Box. Ich meine, Vettel war auch schon. Wie gesagt. Ja, kann sein, dass sie natürlich aufholen, aber die fahren noch keine schnellsten Runden oder so. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 11,8 Sekunden. Ja. Achter Platz sollen wir wieder rauskommen. Ist natürlich, wenn man als Erster wieder rauskommt. Hier ist Gelb. Darf ich den überhaupt überholen? Ist ja nur eine Überrundung. Weiß ich nicht. Wir haben gemacht. So, ich könnte noch ein bisschen fahren, aber ich fahre jetzt mal rein, glaube ich. Was kriege ich denn überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Gelb. Ja, ich will eigentlich keinen Verkehr haben. Fahr raus! Fahr jetzt raus! Da kommen noch welche rein, welche aber nicht. Shit. Da lässt sich nicht vermeiden, so ein bisschen Verkehr, glaube ich. Das war ganz komisch, wann ich wieder übernehme. Das war, glaube ich, gut, dass ich vor den jetzt überholt habe, sonst hätte ich hinter denen gehangen. Ne? Am besten, die verpissen sich da auch vielleicht. Hätte ich doch noch eine Runde bleiben sollen, weiß ich nicht. Ist ja irgendwas, was freie Fahrt mäßig angeht, ne? Der lässt mich ja jetzt nicht so vorbei, der ist ja vor mir. Was soll das nächste kommen? 16 bis 19. Wir bremst dramatisch ab. Nein, tut er nicht. So macht man das. Gib mir sogar DRS. Der Abstand zum Führenden beträgt 8,2 Sekunden. So habe ich nur unwesentlich oder ein paar Tausendstel verloren. Mehr nicht. Teamkollege. Ist in der Boxengasse. Ja. Bottas war immer noch nicht drin. Der hat auch gelbe Reifen. So könnte man sehen, wie lange die halten. Aber das sind auch keine frischen dann, glaube ich, weil er sich so qualifiziert hat. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,3 Sekunden. Solange er fährt, meine gelben halten eigentlich sozusagen noch länger. Ja, bis Runde 18, 19 komme ich bestimmt. Ja, scheiß Husten. Man hört ein bisschen manchmal. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Ja. So. Wann kommen die nächsten rein?
Bottas fährt weiter. Nein, er kommt rein. Sah eben so aus. Und Raikön auch. Und Benny ist wieder in Führung. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 40,1. Was sind wir gleich da hinter mir? Es ist dann Hamilton oder Vettel hinter mir. Ricardo ist aber noch draußen. Es scheint. Ich weiß ja nicht, wer das alles hier guckt, aber ja, mittlerweile guckt das auch ein alter Bekannter, guckt sie auch zu. Schöne Grüße, ich glaube, du weißt, wer gemeint ist. Oder dass du gemeint bist. Ich sag nur, es gab auch mal Multiplayer-Zeiten. Ich wollte gerade sagen, hätte ich meinen bisherigen Leistungen, na, sind die besser als sonst oder sind die so wie immer? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht der allerschnellste Wagen. Und nicht mal in die Top 3, so sag ich mal. Ne? Das ist vielleicht Team Nummer 4 oder 5, dieses hier. Schwierigkeit habe ich jetzt hochgestellt. Ja, aber ich glaube, wie ich fahre, den Fahrstil allgemein und den Reifenverschleiß und so, das sieht man ja auch an diesen Sachen, die man vorher übt, da, diese Programme. Ich glaube, das ist schon ein bisschen besser geworden. Kann natürlich auch sein, dass mir das Spiel entgegenkommt, dass die Autos breiter sind und dass sie sich anders fahren, so ein bisschen. Vielleicht liegt mir das ein bisschen mehr. Aber das ist nicht ganz so viel Druck. Darf man sich auch nicht zu viel machen. Oh. Einziger Druck ist, der ist im Hals. Nicht richtig die Hand davor machen beim Husten, dann ist das manchmal echt blöd. Oh, ich dachte, da fliegen einem die Augen bald raus, ey. Schlage ich mich schon eine Woche mit rum, Mann, Mann. So kann man natürlich auch ein bisschen abgelenkt werden, ne? Benzin brauchen wir aber ein bisschen mehr mal. Ich habe ja auch weniger mitgenommen, okay. Aber dass es schon auf Standard runtergeht, das habe ich früher nicht gehabt. Also ich verbrate ein bisschen mehr Benzin. Hier muss man auch ein bisschen rollen lassen. Aber das ist nicht so mein Ding. Dafür kann ich hier die Reifen so ein bisschen besser schonen, als das früher der Fall war. Was noch wichtiger ist, finde ich. Ich bin nicht der perfekte Rennfahrer. Also mir liegen zwar Rennspiele, aber manche haben es vielleicht, aber ich habe nicht in allen Bereichen meine Stärken. Ne? Beim Überholen zum Beispiel habe ich meine Stärken. Ja, wie gesagt, jetzt fahre ich auch scheinbar ist auch mein Lieblingswort besser, sauberer. Ist ja schon mal viel wert. Also meistens, ne? Die Runde ist gerade Murks. Raikön ist hinter uns oder hat er noch nicht gestoppt? Bottas hat sich nämlich Medium-Reifen genommen. Ich glaube, der ist bereinigt hinter uns, ne? Ich weiß es nicht.
5 Runden haben wir jetzt mit den Reifen gefahren. 28%, naja. Ich wundere mich auch mit den Bestzeiten, das ist natürlich an meine eigene persönliche Bestzeit und auch die absolute 1. Ne? Davon hängt das ab, aber das waren ja auch mit roten Reifen. Ne? Muss man dazu auch sagen. Deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen langsamer. Eigentlich spare ich ja immer einen roten Reifen meistens. Aber ich weiß nicht, ob ich den denn nehmen kann und mir dann der frische rote Reifen auch genau verbaut wird, den ich in irgendein Qualifying 1, glaube ich, gespart habe. Der Abstand zum Hintermann beträgt 22,0 Sekunden. Nachher macht er mir einen alten drauf, dieser eine da mit fast 70%, und dann ist auch scheiße. Das vertraue ich einfach, was die sagen, nimm das so ungefähr. Außer wann ich immer so komme, das kann vielleicht mal ein bisschen pendeln. Aber man will natürlich am Ende des Rennens manchmal mit frischen und den weißen Reifen und fast leeren Tank ja nochmal eine geile Zeit hinknallen. Ne? Aber ja, naja.